Luca Radice, het eerste Mal schön, bist wieder zurück. Wie geht's dir? Ja, wieder besser, wieder gut. Alles wieder tipptopp, der Kopf funktioniert wieder. Ich bin froh, bin ich heute wieder dabei gewesen. Ich bin auch froh, dass ich heute können mit dem Goal etwas mitbeteiligen. Und ja, ich fühle mich wieder super. Ist schön, wieder zu shooten. Sprichst du es an, tollen Einstand hast du gerade wieder gehabt. Wie beurteilst du eure Gesamtleistung über den Match gewesen? Ja, eigentlich gut. Es hat vielleicht die eine oder andere Phase, wo wir vielleicht noch ein bisschen geduldiger müssen sein, kontrollierter. Aber sonst habe ich es nicht immer so schlecht gefunden. Der Ballbesitz der kommt immer mehr und mehr, das ist wichtig. Heute hat es natürlich sehr gut, da auch das Goal zu treffen. Das ist für das Selbstvertrauen, für den Einzelnen tut das wirklich sehr gut. Und jetzt nehmen wir das mit für das nächste Spiel gegen Schaffhausen. In der ersten Halbzeit sind wir ziemlich häufig angerannt, in der zweiten hat es sehr häufig geklappt mit dem Goalschießen. Was haben wir verbessert? Ja, wir sind einfach effizient, wir haben besser den Ball getroffen, wir haben das Goal getroffen. Das sind eigentlich die Sachen. Es ist halt damit, wie gesagt, vielleicht am Anfang haben wir noch Schwierigkeiten gehabt, weil wir durch den Druck vielleicht ein bisschen, dann kann es passieren, dass man den Ball halt mal nicht richtig trifft und so. In der zweiten Halbzeit haben wir auch in der Halbzeit gesagt gehabt, dass wir vielleicht ein bisschen geduldig und kontrollierter sollten auf den letzten Pass und zum Schuss kommen. Und das haben wir eigentlich gut gemacht, auch mit den Flanken, zum Beispiel der Igor, zum Mart, hat gut geklappt. Und jetzt hoffe ich, dass es auch in der Meisterschaft dann so gut geht. Danke vielmals. Dankeschön. Kommt gut. Wir diskutieren die heißesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Block.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Livio Baduli, der erste Sieg unter deiner Regie ist Tatsache. Herzlichen Glückwunsch. Wie gross ist die Erleichterung bei dir? Nein, Erleichterung nicht so. Ich muss nur sagen ein Kompliment an diese Junge, weil vor dem Spiel war nicht einfach, weil diese Mannschaft hat so viele bekannte Namen, so viele gute Spiele und dann wie schon gesagt vor dem Spiel wir haben schon diese Mannschaft respektiert und wir haben auch beobachtet, weil schon gesagt von Namen her sie sind eine ganz starke Mannschaft. Und deswegen, ich muss nur Kompliment nochmal an die Jungen, weil wir sind sofort mit Tempo rein, sofort ein Tor gemacht und ich glaube nach dem 2-0, das Spiel war gelaufen, aber war gut von uns und ich glaube, das gibt uns ein gewisses Selbstvertrauen und dass wir können auch gewinnen und gut spielen. Erhoffst du dir dies von diesem Sieg, dass ihr mehr Selbstvertrauen habt für die nächsten Meisterschaftsspiele? Ich hoffe, aber ich habe immer gesagt, ich an meine Spiele. Sie müssen weiter spielen und wir müssen probieren zu spielen und Kombinationen nach vorne und Freude auch ein Spiel zu haben. Und heute, ich glaube, sie haben auch Freude an Spiel, Spaß und auch sehr gut gewonnen. Deswegen ich bin sehr zufrieden für das Resultat auch für und wie wir das gewonnen haben. Danke vielmals.